erstmal hier durch das Gestrüpp kämpfen. Ah, ich brenne es hier. Brust hoch. Oh, voll leer. Im Namen des Volkes. Das ist, der Boden ist der Wahnsinn. Ich stehe 3 Meter von dem Schrank weg und da wackelt das Geschirr. Stockschlag verteidigen müssen. Ja, September 1989. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Das ist eine Rechnung von 63 mit irgendwas 90 Mark. Habe die Ehre, servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Heute wieder mit auf Tour der Daniel. Wir sind heute an einem alten, verlassenen, ja, ich glaube, das ist ein Bauernhof gewesen. Kann man gar nicht genau erkennen, weil hier alles zugewuchert ist. Und wir gehen heute mal rein. Und was es zu sehen gibt, sehen wir gleich. Ja, erstmal hier durch das Gestrüpp kämpfen. Ah, ich brenne es hier. Brust hoch. So, wir waren ja einmal schon mal kurz vorher da. Hier geht es nur in einen Stall rein, also nicht so interessant. Und hier, wo der Daniel versucht durchzukommen, ist der Eingang. Und da schauen wir jetzt. Bleibt mir gleich über den Hänger hier. Hier gleich im ersten Stall oder gleich nach dem Eingang stehen die ersten landwirtschaftlichen Gerätschaften. Hier ist auch irgendwas zum Säen. Hier steht ein altes Silo. Oh, war leer. War klar, dass leer. So. Boah, krass. Hier steht ja noch jede Menge rum. Ist ja der Wahnsinn. Hier steht ein alter Schleifbock, oder beziehungsweise er liegt. Da hinten ist ein elektrischer Schleifbock. Jetzt habe ich erst gemeint, das ist Brennholz, dabei sind das alte Ziegelsteine. Hier schaut aus, wie wenn das so ein Ofen gewesen wäre, weil das so ein Bogen ist. Hier steht eine uralte, dürfte eine Singer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, geil. Nee, keine Singer, eine Saarstern. Ja. Hier ein uralter, ja, Holzofen zum Kochen mit dem Wasseranschluss. Krass. Waschbecken. Hier sieht man richtig, wie der Küchenschrank nach hinten umgefallen ist. Der Boden nachgegeben hat. Also man merkt es ja voll, wenn man hier über den Boden blickt, dass der weich ist wie ein Schwamm. Hier ist die Tür umgefallen. Darstellen. Hier kommen wir vom Wohnbereich direkt in einen, kann der Kuhstall gewesen sein. Boah, hier steht ein uralter Küchenschrank. Hier stehen sogar die Tassen noch in Reihe und Glied. Wahnsinn. Als wenn die gestern noch da gewesen wären. Hier ist auch schon ein bisschen rumgewühlt worden. Hier liegt nämlich ein Brief. Stiftung Missionäre in Not aus Bonn. Das ist... Ach, Kalender. Ah, das hat mein Vater, kriegt das auch immer wieder. Aber der ist von 1990. Okay, die alten kriegt er nicht mehr. Da hat er die nicht mehr wirkt. Hier haben wir einen Brief. Und da kann man natürlich spenden. Wie faszinierend, so uralte Briefe. Dokumente, gell? Das hat schon was. Ja, September 1989. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Doch, ich schon. Da sind die Mauern gerade gefallen, oder? Ja, 89 im November. Das heißt, ja, da stand sie sogar noch. Da stand sie noch. Das stand ist bis 1990. Ja, ja, Rechnung schon her. Abgemacht worden. Nee, Rentenanpassungsmitteilung 2000. Das Dokument ist vom 19.06.2000.
470 D-Mark. 470 D-Mark, das ist ja wohl ein Witz. 470 D-Mark Rente, dann hat er nicht früh eingezahlt. Nee. Dann braucht man sich nicht wundern, warum er in so einem Haus gelebt hat. Richtig. Ah, Geburtsdatum 1920. 20 Jahre älter als mein Vater. Krass. Wobei das das Sieg ist. Oh, okay. Oh, ja, Brüne darf. Ich kann das Datum gerade mal lesen, den Namen. Das, da vorne hätte ich jetzt gemeint, das heißt Rudi, aber das ist was anderes. Aber du darfst doch nicht vergessen, schau mal her, das ist die landwirtschaftliche Alterskasse. Ja, ist ja egal, aber 2000. Im Jahr 2000. 20 Jahre her, dann kriegst du 500 D-Mark. 470 D-Mark Rente, das ist ja der Wahnsinn. Und dann kommt noch so eine blöde Stiftungsmission nach, dass du dann noch was spenden sollst. Oh. Anbei schreibt man die Staatsanwaltschaft in ihren Sachen. Oh, die hat geklagt. Urteil. Im Rechtsstreit. Im Namen des Volkes. Prozessbevollmächtigter. Er lässt das Amtsgericht nun im vereinfachten schriftlichen Verfahren und Paragraph aufgrund der bis zum 20.11.2000 eingereichten Schriftsätze folgendes Urteil verkündet. Allerdings. Na, weiter geht's. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 789,44 Mark nebens 4% Zinsen hieraus seit 24.08.2000 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Kläger 11% und die Beklagten 89%. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Und um was ging's? Ah, hier. Die Beklagte hat sich demgegenüber darauf berufen, der Kläger wäre mit seinem PKW auf sie zugefahren. Sie hätte sich deshalb mit dem Stockschlag verteidigen müssen. Oh. Okay. Okay. Zünftiger Alte. Super. Sie macht somit den Einwand der Notwehr geltend, gemäß Paragraph 227 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch. So, aber wir haben ja noch ein Stockwerk. Da gehen wir jetzt mal hoch. Da ist nämlich auch ganz interessantes Zeug oben. Oh, die Treppe hier ist ja mega. Wenn der Daniel da in dem Zimmer ist, gehe ich mal in das nächste Zimmer. Boah, der Boden ist wie ein Schwamm, echt. So, rechts oder links? Was machen wir als erstes? Schauen wir mal hier links rein. Hier sieht es aus wie nach einem Schlafzimmer. Hier sind die Betten noch gemacht, als wären die heute Morgen frisch aufgestanden. Hier sind die Kleider der alten Dame. Da stehen sogar noch Gläser drin, die original eingepackt sind. Hörst du, wie das Geschirr wackelt, weil der Boden so nachgibt? Boah, brutal, der Boden ist der Hammer. Das ist, der Boden ist der Wahnsinn. Ich stehe 3 Meter von dem Schrank weg und da wackelt das Geschirr. Bei mir das Gleiche. Komm ich hier durch? Ich würde es zwar nicht empfehlen, weil du bist gleich. Er würde es mir nicht empfehlen, weil ich bin zu dick, meint er. Okay, dann gehe ich halt außen rum. Bin ja tierlieb. Bin brav zu meinen Haustieren. Geh außen rum. Ist okay. Wow, hier steht eine Couch. Oder Kanapé, wie man bei uns in Bayern sagt. Da liegt er unheimlich Zeug drauf. Wahnsinn. Und hier Plastikblumen in Plastiktüten eingewickelt. Naja, kann man machen. Warum auch immer. Hier das Tierfell. Das Tierfell ist echt, weil da sieht man die Krallen von dem Tier. Also das ist kein gekauftes Fell. Kann zwar nicht definieren, was das für ein Tier war, weil so gut kenne ich mich da nicht aus. Was meint ihr? Was war das für ein Tier? Keine Ahnung. Ah, hier ein Uraltradio. Mit dem hat man noch gehört, wann der Fliegeralarm war. Wahnsinn. Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, Ultrawelle. Und schauen wir mal einen Raum weiter. Ah, hier ist ja noch mehr Gerumpel. Leute, seht ihr das, was hier rumsteht? Ist ja der Wahnsinn.
So, aber der Gang ist ja, das Haus ist noch lange nicht zu Ende. Hier geht nämlich auch noch mal ein ewig langer Gang. Also man muss ja echt aufpassen mit dem Boden, dass der Boden hier mittendrin einstürzt. Hier steht ein Bett. Wow, ein altes Stallbett. Hier auf dem Tisch liegt da ziemlich viel Gerümpel rum. Mit dem Schrank. Eine Lampe. Ah, das Fenster wird auch schon länger nicht mehr aufgemacht. Hier liegt eine Rechnung von 63. Das ist eine Rechnung von 63 mit irgendwas 90 Mark. Ich kann die Schrift gar nicht lesen. Hier ist nochmal ein Zimmer mit zwei Betten. Hier ist die Kommode, wo die Kleidung drin ist. Hier sind nochmal zwei Betten. Das ist ja Wahnsinn. In letzter Zeit finde ich nur Häuser, wo etliche Betten drin sind. Boah, hier hängen Spinnweben runter. Friedeiwe. Hier liegen auch wieder Unterlagen, genauso mit dem Datum von 87. Hier Kleiderschränke, voll mit Kleidung. Hier liegen Tempos. Jetzt bin ich irgendwie im Kreis gelaufen. Ja, hier ist nämlich nochmal ein Zimmer, auch wieder ein Bett. Wahnsinn, jetzt haben wir schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Betten. Na gut, der Daniel ist draußen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo man hier wieder rauskommt. Ich glaube, hier geht's raus. Jawohl. Ja. Und dann waren wir hier. So, die Taschenlampe wieder ausmachen. War wieder ein kleines, feines Video. An der Stelle beende ich es. Und wie in jedem Video, ihr kennt ja das Spielchen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.